Hallo, guten Tag, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinen YouTube-Kanal, der schon auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, bekannt als Herr Jones Abenteurer oder euer Captain A oder Captain America oder Justus König, der Abenteurer, YouTuber aus Würzburg. Schönen guten Abend für euch. Es ist 22.31 Uhr und es ist hier, heute ist Faschingssonntag und ich spiele South Park, das Game, also South Park, die absolute Reißprobe, spiele ich jetzt wieder weiter. Heute war ich auf Faschingszug in Würzburg, der war toll. Hab das Film mit dem Handy und in 4K und wird es auch hochladen. Das mit von gestern gestern in Hausen und Steinfeld. Das habe ich heute jetzt freigeschaltet. Das habe ich mit GoPro gefilmt in 4K. Und einer hat geschrieben, dass einer von Faschingszug runtergefallen. Deswegen war da ein Hubschrauber. Da erzähl ich, Christoph. Und denn, was passiert ist, ich finde es ist schlimm. Oje. Ich wünsche dir gute Besserung, gute Genesung. Ich habe das nicht gedacht, dass er runterfällt. Also, ich habe nur gedacht, Christoph Rose da, der Hubschrauber, meine ich, Christoph, der Hubschrauber, ja, da ist. Hä? Ist das passiert? Dann habe ich nichts. Du hast jetzt nur, weil er geschrieben hat. Also, ich wünsche dir guten Besserung, was passiert ist. Also, du. Spiel das auch mal, geben weiter. Morgen, Faschingszug, Himmelstadt. Nebenbei lasse ich noch laufen, TikTok live. Das TikTok live mache ich jetzt gleich an, wenn das Ding online ist. Ich schalte jetzt nämlich dann TikTok live ein. Wobei, YND wird gleich eingeschaltet. Das Witzbrecher Video von heute wird heute noch hochgeladen, gerade immer. Alpha 11. Live TikTok wird jetzt gestartet. Am Sonntag um 22.33 Uhr, Faschingssonntag, gut. Freedom Pearls wissen. Alle Kuhnfreunde zum Kuhnversteck. Super Arbeit, Arschloch. Hast du was? Sind neue Kräfte? Ja. So. Nein. Das ist wieder alles, nicht. Mehr als 60 jetzt schon. Das heißt dann 65. Karte. Sein nächsten. Nur das da. Oder da. Na, muss man wahrscheinlich rüber machen. Ja, boah, Karte. Los, das nächste Ding. Okay, da links. Portal. Ich spüre Chaos im Anmarsch. Dann nehmen wir das. Funktionsfähig wird, ein wenig langsam. Komm. Das muss wehgetan haben. Nicht.
Komm, hauen. Was hast du mit dem gemacht, du Arsch? Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Okay. Ich bin jetzt bei den guten wie der Bösen. So. Oh. Das ist die Kamera. Noch einer erledigt. Führe Gefechtsprotokolle aus. Alex. Los. Was jetzt? Komm schon hier. Danke. Und tschüss. Stolz auf dich! Auf den Boden! Ach, warte, Leute. Hey, lass dir in Ruhe! Oh. Hände hoch! War das noch dafür? Da war doch gar nichts. Oh Gott, bin ich dran? Ja, mach das. Das sind lautet vereinzelte Schauer mit möglichem Chaos. Das ist nochmal. Super Tornado! Oh. Ja, das schaffen wir, Leute! Das war echt oh. Super, Leute! Das war echt super! Deswegen? Bitte. Dahin. Renn lieber schnell.
Bis dann. Ich bin es, Professor Chaos. Ich hab da ein fettes Problem. Ich hab doch diese ganzen Migrantenlakaien. Naja, und irgendwie kann ich die nicht mehr bezahlen, weil du meine Pläne vereitelt hast und ich so kein Geld verdiene. Und jetzt sind die Lakaien ganz schön angepisst. Treffen wir uns auf der Bank? Wäre ich dir voll dankbar. Chaos, Ende. Cool, Emma. Okay, mein Kind, Tweak und Craig wollen offenbar eine Therapie machen. Okay, kommst du zu uns in die Schule? Danke. Oh, gleich knallt es! Oh. Das ist mein Wunderarsch! Sekunde, das klang falsch. Komm. Ich registriere stark fluktuierende Vitalwerte. Du viel Druck! Gott sei Dank, sein Ding neu. Oh, jetzt gibt's Ärger. Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Ach, gut. Lass dich da von deinem Freund passieren. Blitzzeit! Komm, da ist ein Blitz, komm. Ich hab euch alle aufgeladen. Viertklässler versohlen, geile Sache. Ja. Medizinzwerge. Ich synchronisiere Sprengtreiber auf meiner Tupperanzeige. Jetzt. Okay.
Kaputt. Ich hab Sternchen gesehen. Oh. Hey, gut gemacht. Ich bin jetzt dran. Ach, ich geht. Du hast irgendwie Gebrauchsspuren. Agenda neutralisiert. Ein Sturm zieht auf. Hier blitz ich einen. Ich hab mich blitzen lassen. Das ist unser Beitrag zur Reduzierung der Klassenstärke. Das nenne ich mal Vakuum versiegelt. Was gewonnen? Sporthalle Therapieübungen. Kommst du hin? Okay. Ja, klar komme ich hin. Hey, Neuer, komm rein und setz dich. Okay, wir haben hier einen kleinen Disput, okay? Craig und Tweak wollen die Therapie nur machen, wenn du dabei bist, Neuer. Okay, also, Craig, was möchtest du Tweak sagen? Ich glaube, er sollte eher mir was sagen. Okay, okay. Tweak, willst du anfangen? Wenn er so tickt, habe ich ihm nichts zu sagen. Okay. Okay, Neuer, magst du dich dann vielleicht dazu äußern? Okay, das läuft nicht gerade gut, ne? Okay, Jungs, wie wär's mit einer Übung? Ein paar Kinder unterstützen uns dabei. Bei einer Therapie müssen wir erst einmal unsere Verbitterung loswerden. Okay, also raus mit der Verbitterung. Komm her, Verbitterung. Okay, und in einer Beziehung haben wir auch noch Erwartungen, okay? Denn Erwartungen führen zu Verbitterung. Was natürlich Vorwürfe mit sich bringt. Kommt mal raus, Vorwürfe, okay? Und das alles endet natürlich in Quälereien und Abschottung. Ihr müsst also lernen, das alles zu überwinden, okay? Seid ihr bereit? Okay. Fertig? Haut ihn aufs Maul! Da sind sie! Tweak, Craig, prügelt ihnen die Scheiße raus, du auch, Neuer! Das wird ein heißer Tanz! Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen! Hau rein, Neuer! Okay. Gutes Gefühl, was? Oh Mann, bin ich das? Klar. Mit Sturm zieht auf! Okay. Ja, schnapp dir das Arschloch! Wie kann man unser Kampf sein? Mikroaggression! Schlag ihn! Oh, komm, Schlag! Komm. Das macht mich fertig. Du setzt dich nie einer Gefahr aus. Und schon wieder Verbitterung. Au! Ja, rächt dich an dem Scheiße. Super Craig? Ja, stimmt, Super Craig. Okay, Donnerkottel. Okay. Schnapp sie dir wieder! Ah ja! Wie schmeckt dir das, Abschottung, meinst du? Oh, ein weiterer fieser Move von Abschottung. Ja. Und wie reagiert man auf Abschottung, wenn jemand emotional nicht zu erreichen ist? Ich würde meine Hand auf. Vertrau auf deine Instinkte. Kau.
Sturm zieht auf! Schockierend, was? Ja, Erwartungen, man darf nicht unrealistisch sein. Nicht selbstverständlich! Verdammt, niemand macht Erwartungen. Okay. Hier kommt Abschottung. Danach geht's keinem mehr gut. Okay. Erledigt. Erwartungen wird dann nicht so einfach los. Es gibt immer noch mehr. Oh Gott! Ihr müsst zusammenarbeiten, wenn ihr alle Erwartungen eliminieren wollt. Hui, er hat recht. Hä? Wir werden diese Erwartungen und alles andere nur dann los, wenn wir es zusammentun, verstehst du? Craig! Lass es uns tun! Was? Sammlung, okay, was war? Danke, Bondage. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber wir wollen es beide versuchen. Komm, Craig, ich hole deinen Laptop. Es ist unser Laptop, Craig. Okay. Alle besiegt. Das ist ein K.O. Also raus hier. Okay, nochmal anstellen. Karte. Gut. Okay. Meine Eltern waren gestern. Karte.
Okay. Wo haben sich diese Scheißkatzen verkrochen? Ich bin der schnellste in der Stadt. Okay. Recht schaffen. Bis denn. So, ich will kurz nachgucken. Okay. Guck mal nach. Besonderes. Okay, jetzt nochmal. Okay, weiter vorwärts. So, Cutmans Haus. Keine. Mädchen. Erlaubt. Hier ist der Arschloch. Super Arbeit. Die Freedom Poser checken null, dass du sie gefickt hast. Okay, Leute, hört zu. Arschloch hat herausgefunden, dass die Freedom Pals heute Abend in das Polizeirevier einbrechen. Wir müssen vor ihnen dort sein. Das Polizeirevier? Wir können nicht die Polizei ausschalten, spinnst du? Ja, lass das doch die Freedom Pals machen. Das geht nicht, Leute. Wieso nicht? Weil ungefähr um 10:30 Uhr heute Morgen Classy von der Polizei verhaftet wurde. Woher weißt du das? Yo, what the fuck, ihr kleinen Pisser mit euren scheiß Caves, wolltet mich doch beschützen. Ich hab nur einen fucking Anruf. Ihr Nigger kommt jetzt sofort her und holt mich hier raus. Scheiß mächtigen Superhelden-Spasten. Wir müssen ihr helfen, Leute. Wir haben's versprochen. Wenn wir die Freedom Pals das alleine machen lassen, stehen wir als Trottel-Franchise da. Aber wieso sollten sie mit uns zusammenarbeiten? Du vergisst, dass Wunderarsch jetzt auf Kumpel mit den Freedom Pals macht. Arschloch bringt sie dazu, das Erdgeschoss des Reviers anzugreifen. Währenddessen schleichen wir uns rein und holen Classy raus. Die Freedom Pals werden wahrscheinlich sterben wegen uns. Und dann wäre welches Superhelden-Franchise die Nummer 1? Wir haben es Classy versprochen. Ab nach Hause ins Bett. Wir haben heute Nacht Großes vor. Das wär's, Arschloch. Wart auf eine Nachricht von den Freedom Pals. Was ist denn noch? Was? Schon wieder dieser Dackelblick. Willst du mich eigentlich verarschen? Nein, Wunderarsch. Schwenk dir das ab. Du kriegst auf keinen Fall noch eine Klasse. Hör zu, es tut mir leid, was mit deiner Mutter passiert ist. Ich weiß, du willst das abhaken, aber... Oh. Nein, ich weiß nicht, wie das ist. Schon gut. Schon gut. Vielleicht kriegst du doch noch eine Klasse. Was kriegst du denn jetzt erklassen? Pflanzmagier. Gadgetmeister. Pflanzmagier. Kampfsportler. Speedster. Kampfsportler. Gadgetmeister. Pflanzmagier. Kampfsportler. Ein Kampfsportler. Nicht wirklich eine Superkraft, aber von mir aus. Du lagst im Bett und hörtest deine Mom schreien. Du gingst in den Flur. Als Kampfsport-Superheld hast du dein Ski fürs Gefecht konzentriert. Du hast die Chance genutzt, um mit der Drachenumkehrung zuzuschlagen. Dein Gegner kommt aus dem Achim und war genug. Oh, du glaubst, du kannst Kung Fu?
keine Ahnung, womit sie es zu tun hat. Du hast dich gesammelt, um deinen ultimativen Move, den Drachen-Styler, auszuführen. Du Kleines! Du willst uns provozieren, stimmst du, Zwerg? Deine Gegner verfielen in blinde Wut, konnten aber nichts gegen deinen Schutz ausrichten. Da deine Gegner von ihrer eigenen Wut betäubt waren, hast du einen uralten und mächtigen Drachentanz begonnen. Ich hab dich unterschätzt. Tut mir leid. Okay. Als Held konntest du dich natürlich nicht über ihr Schicksal freuen. Du konzentrierst dein Schien der Faust und haust tief rum mit dem Drachentanz. Okay, das war echt ziemlich cool. Du liefst blitzschnell zum Schlafzimmer deiner Eltern und stürmtest hinein, um deine Mom zu beschützen. Zu spät, dein Dad hat sie gefickt. Oh. Das muss dich innerlich zerreißen. Ah, der Problem. Wie Menschen einander das antun können, es tut mir so leid. Egal, wir haben heute Nacht was vor. Wir sehen uns beim Revier. Mehr gibt's nicht zu besprechen. Ich melde mich, wenn deine Eltern glauben, dass du schläfst. Lass ich auch so. Gibt's ein neues Erfakt? Naja. Verbündete. Den ausprobieren. Anwesend. Karte noch cool. Gleich nach Hause. Geh ins Bett. Schlafen. Schätzchen, du hast dein Abendbrot vergessen. Mami hat es für dich auf den Tisch gestellt. Komm, Schätzchen, iss dein Abendbrot. Hast du unserem Kind schon wieder dieses Zeug ins Essen getan? Halt dein scheiß Maul! Hast du dir mal überlegt, dass das Nebenwirkungen haben könnte? Was fällt dir ein? Du weißt so gut wie ich, ja, dass er das Medikament braucht. Du versoffene Hure! Scheiß Käfer! Wie kannst du von unserem Kind verlangen, sich zwischen uns zu entscheiden? Du hast ihm das Zeug doch auch ins Essen gemischt! Niemand muss sich hier zwischen irgendwem entscheiden!
Geh runter und iss dein Abendessen, Schatz. Was haben sie da getan? Oh, Probleme. Es sind immer noch Probleme da. Schwer ist es, geheimnisvoll auszusehen, wenn man in einem scheiß Garten rumsteht. Ist echt nicht einfach. Ich bin froh, dass du da bist. Ist echt hart, der Einzige mit echten Kräften zu sein. Wenn die anderen spielen und ihr Franchise planen, muss ich die Stadt gegen das Böse verteidigen. Da bleibt kaum Zeit, am Mysterion-Spin-Off-Film zu arbeiten. Manchmal sind meine Kräfte eher ein Fluch. Du kennst es bestimmt. Du bist ja wie ich. Dein Hintern ist sicher auch manchmal eine Last. Ja, was wird? In dieser Stadt drehen echt voll am Rad. Du bist echt mysteriös. Und von Mysterio ist das ein ziemliches Lob. Hey, da sind sie. Freedom Pals, folgender Plan. Sobald wir im Polizeirevier sind, starten Toon Chef und Wunderasche im Ablenkungsmanöver. Moment, was soll das denn? Ja, kommt, Leute. Wir müssen ins Polizeirevier. Was wollt ihr Spasten hier? Wir gehen hier einer Spur nach, die zur Polizei von South Park führt. Das tun wir auch. Oh nein, nein, das ist unsere Superheldenmission, Freedom Pals. Verpisst euch. Leute, Leute, ist die Priorität nicht, das arme Mädchen zu retten? Blitzfreak hat recht. Wir sollten das Kriegsball fürs Erste begraben und zusammenarbeiten. Oder, Leute? Mysterion, wie gehen wir vor? Ich schlage ein Ablenkungsmanöver vor. Ein paar von uns locken die Bullen an und die anderen schleichen sich heimlich rein. Gute Idee. Wir klettern die Feuerleiter hoch und sorgen für Ablenkung und ihr schleicht euch rein. Echt ein merkwürdiger Zufall. Habt ihr wieder unsere Spuren geklaut? Unschuldige Menschen werden verhaftet, Toolchef. Nur darum geht es uns. Und nur darum sollte es euch gehen. Okay, Kuhn-Freunde, die Leiter hoch. Okay, wir müssen auf die Ablenkung warten. Sieht ihr das mal an? Ja, gleich.
Zuschauer soll ich doch nicht für eine Sense, oder? Hallo. Lololo. Halt, wir müssen warten, bis die Luft rein ist. Kannst du auf mich zählen? Halt, wir müssen warten, bis die Luft rein ist. Oh Mann, das haut ja mal richtig rein. Sag mal, kommt euch das Koks auch komisch vor? Nein, das ist klasse. Hey, sollen wir ein paar Nutten bestellen? Was war das? Lass uns mal nachsehen. Los jetzt! Okay, komm, Wunderarsch. Die Luft ist rein. Shit, ein Gangmitglied, der hat ein unschuldiges Kind! Alarm! Das Revier wird angegriffen! Wow, das habe ich nicht erwartet. Ah, shit. Wir müssen uns mal selbst um die Typen kümmern. Da. Bringt einer Drogen mit sich um? Die wollen wir ja nicht kaputt machen. Selbstbetäubung. Ich lasse es jetzt krachen.
kurz, okay? So, muss glaube ich so reingucken, was das so macht. So. Jetzt geht's weiter. Das reicht jetzt. Keine Bewegung. Hey, ich verstehe dich. Wirklich. Du denkst, dass Bullen es nur auf Schwarze abgesehen haben. Ich weiß, es wirkt vielleicht manchmal so, als wären alle Bullen Rassisten. Aber man darf nicht auf all die Fake News reinfallen. Bullen sind Menschen, wie ihr. Eure Freunde, eure Familie. Menschen, die hart arbeiten und... Nigger! Tupperdose! Lewinsky, du Spaß, drauf mit dir! Tö! Und schalt den Alarm an! Der Wichser hat auf mich geschossen! Daher! Das wird kein Zucker schmecken, aber wir zahlen es den Bullen ein. Das ist ein Überbrückungsschalter. Aber wie kommen wir an dem Geschütz vorbei? So. Okay.
keine gute Idee, herzukommen. So. Jetzt unter anderem. Hey, holt uns raus! Token, Gott sei Dank bist du hier. Dad, was zum Teufel machst du hier? Sie wollen die Verbrecher befreien! Runter, auf den Boden! Krüppel euch nieder und sperr euch ein! Das ist ein verfassungsmäßiges Recht! Die Gesetze... Komm. Das macht mich fertig. Hände hoch. Du, das ist nicht gut. Meine Sturmwinde sollen dich bestrafen. Bleib cool. Komm. Ja, weiter so. Ich prügel deine Meinung aus dir raus. Es ist soweit. Los. Leg dich nie mit unsterblichen Viertklässlern an. Tupperdose aktivieren! Hier kommt Tupperdose! Hab dich! Ein trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Cells. Was ihr denkt, aber glaubt ihr wirklich, Bullen verhaften Schwarze einfach ohne Grund? Was würde uns denn das bitte bringen? Wir werden doch diskriminiert, nicht ihr. Wären wir alle schwarz und würden die Zellen mit Weißen vollstopfen, würde sich keiner beschweren. Ich hoffe, ihr kapiert jetzt, dass ihr die Rassisten seid, nicht wir. So, und jetzt geht nach Hause. Nein? Fuck. Es ist doch legal, als Unschuldiger aus dem Gefängnis auszubrechen. Ich warte sicher nicht hier, um es rauszufinden. Nicht schwer nach Sammelklage. Oberster Gerichtshof, wir kommen. Toke, du musst vorsichtiger.
Schläger sein. Mom, ich habe für Gerechtigkeit gekämpft. Mir egal, wofür du kämpfst. Du hättest dir wehtun können. Das geht gar nicht. Tupperdose spürt keinen Schmerz. Spürt er auch nichts, wenn er übers Knie gelegt wird? Oh. Dachte ich mir. Es hat geklappt. Gut. Gut. Dann geht es da normalerweise weiter. Und rüber. Ach so. Gestocht. Lass da rein. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ich sehe nirgends einen Schalter. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Oh, scheiße! Ich sehe nirgends einen Schalter! Oh, scheiße! Du bist tot!
Ich sehe nirgends einen Schalter. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Müssen wir vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Oh, Scheiße! Ich sehe nirgends einen Schalter. Diese Zeitschürze sind heftig. Ich sehe nirgends einen Schalter. Scheiß normale Ärsche auf. Wir müssen vielleicht den Strom abschalten, so wie letztes Mal. Geil! Cool. Super. Also mir ist das hier irgendwie gar nicht geheuer. Ja, aber das wollen wir wieder. Geschafft. Okay, wir müssen uns an dem da vorbeischleichen und dann zur Tür. Ja.
dir sagen, was ein Bulle ist? Nicht mehr als ein Sklave. Ein Roboter, der nicht denken, sondern handeln soll. Die wirklich Bösen sind die Politiker. Eine Bürgermeisterin, die in ihrem Büro sitzt und uns erzählt, dass wir uns ändern müssen. Wir konnten sie nur loswerden, indem wir die Verbrechensrate ankurbeln. Und jetzt können Cops es endlich wieder auf die alte Art regeln. Seht ihr nicht, dass das besser für alle ist? Alter, das ist Brambles. Was? Du hast die Katze gefunden, Arschloch! Freedom Pals, wir haben den Polizeichef! Ganz oben! Was soll ich sagen? Ihr habt mich an den Eiern. Zumindest fast. Ja, habt ihr geschafft. Wisst ihr, nicht alle unsere Gefangenen sind schwarz. Wir haben nämlich auch einen Weißen hier. Das ist eine Falle! Tut mir leid, aber ihr lasst mir keine andere Wahl. Er sieht super aus. Isst die geilen Sandwiches. Man nennt ihn Jared und er sieht immer noch super aus. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Oh fuck, Jared. Ich will das nicht mit ansehen, also entschuldigt mich. Sex im Knast ist extra heiß. Gönn dir mal was. Wollt ihr Kids mal mein berühmtes Superbaguette sehen? Was am Arsch? Dreh dich! Ja, nein, ja, genau. Süßi, das gibt ein ganz schlechtes Kampf. Ich muss zugeben, ihr seid ziemlich hart drauf. Aber ihr habt keine Chance gegen AIDS. Was habt ihr jetzt verrecken wir wegen AIDS? Glaubt ihr, es ist einfach, Mr. Vogels PR-Team zu proben? Mein Kunde bezieht sich auf seine jahrelange Erfahrung als liebender Vater. Was war das? Eine Sandwich-Verschwendung. Ja, stimmt. Hey Kids, wollt ihr was Süßes? Hier blitz ich einen! Ah, ich verdiene was Besseres! Sehr gut, es läuft alles genau nach meinem PR-Plan. Ziel getroffen, bestätige Schaden. Überlassen Sie diese Kinder uns, Mr. Vogel. Danke, aber im Umgang mit Kindern habe ich reichlich Erfahrung. Ja. Geil! Angriffsmanöver eingeleitet! Als ob dein Leben nicht schon längst außer Kontrolle wäre. Au! Au! Du bist dran? Oh, ich glaube, du müsstest mal was essen. Mikroaggression! Schlag ihn! Komm, schlag ihn! In meiner Hose hätte ich eine Zuckerstange für dich. Hey, lass ihn in Ruhe!
Oh nee. Habe ich dir die Hose versaut? Zieh sie lieber aus. Nee. Gönn dir was Süßes. Wer will die ultimative Aktion von einem coolen Typen sehen? Okay. Aha. No. Und natürlich. Was geht an? Chef zu verbergen. Und sind noch mehr Zellen. Der Lift fällt da runter. Aber wenn er eingesperrt wird, kommt nicht mehr raus. Wie lautet der Code? Bitte, woher soll ich das denn wissen? Ja, ich habe die Bullen beobachtet. 1477, bitte. Es tut mir leid, ich bin nur gern mit Kindern zusammen, weil ich nie eine eigene Kindheit hatte. Ja, genau, ich stehe auf Kinder, weil ich keine Kindheit hatte. Okay. Du hast die Wahl. Zum Superhelden-Dasein gehört auch schwere Entscheidungen zu treffen. Ich weiß ja, Moskito soll ja Krankheiten übertragen, aber ich fühle mich irgendwie schmutzig. Sollten wir uns irgendwie um die Leiche kümmern? Ach, er lebt noch, siehst du? Okay. Manche verdienen keine Gnade. Sache, Kun. Ab morgen sind wir wieder Feinde. Unsere Meinungsverschiedenheiten sind gerade nicht wichtig. Schwarze Leben sind wichtig. Ja, du Spaß. Du bist hier der Spaß, Moskito. Los, mach das Tor auf! Wow, das ist aber echt unheimlich. Wahnsinn. Es geht nur noch nach unten weiter. Ich habe hier ein ganz mieses Gefühl. Zombies? Noch etwas. Film.
müssen den Schlüssel zu diesem... Alter, jetzt such den scheiß Schlüssel! Ach, Mann. Ja. Was war das? Hallo? 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 Ist da jemand? Nein, da ist wohl niemand. Sonst hätte ja jemand geantwortet. Na gut. Wir sind ganz allein, Mizi. Hier erwischt uns keiner. Komm, her mit dem geilen Zeug. Hey, lass das. Halt. Still. Oh, verflixt, die Katze ist abgehauen. Ich sehe überhaupt nichts hier drin. Klingt, als wäre die Katze mit den giftigen Chemikalien in Kontakt gekommen. Das ist nicht gut. Ich hoffe, was da gerade auf dem Boden gelandet ist, sind nicht besagte giftige Chemikalien. Oh nein, ich glaube, das waren sie doch. Verflucht! Wenn sie sich vermischen, werden sie zu einem Gas, das mich innerhalb von Sekunden töten wird. Verdammt, da kommt das Gas. Ja, ich bin definitiv am Sterben. Achtung, Vergiftungsgefahr. Oh, Gott sei Dank. Das Gas wird wohl durch die Lüftung rausgesaugt. Ich sterbe doch nicht. So, wo ist diese verdammte Katze? Oh nein, ich glaube, die Katze ist gerade in die Lüftung gesprungen und blockiert sie. Das Gas sammelt sich wieder im Raum und tötet mich wieder. Ich sterbe wohl doch. Das hat sich nach der Brandschutztür angehört. Ja. Sie ist zugefallen. Ich bin hier drin gefangen. Ich muss nur den Türgriff ertasten. Da, da ist er. Ja, ich bin gerettet. Oh verdammt, die Tür ist abgeschlossen. Ich sitze hier drin fest. Jemand muss mir helfen. Das Gas bringt mich um. Ich sterbe dieses Mal wirklich ernsthaft. Ich spüre und ich sterbe. Es ist quasi die Straße. Okay. Hilfe! Wenn mich irgendjemand hört, bitte helft mir. Ich glaube, ich habe den Lichtschalter gefunden. Beim letzten Atemzug. Oh Gott. Achtung, Vergiftungsgefahr. Lüftung aufgefallen. Oh Mann, das warst doch hoffentlich nicht alles du, oder? Komm her, Kleiner. Ich mit dir. Wuhu! Okay, ich mach jetzt einen Abgang. Also. Der Richtige für jeden Job. Achtung, Vergiftungsgefahr.
Okay, und jetzt? Was ist doch das? Okay. Ziege der Wälder, gesegnet seien wir, deine treuen Diener, Vernichter des Lichts. Ja, ja, Schub-Niggurat, schwarze Ziege mit den 1000 Jungen, hol den Mond vom Himmel und lass die Sonne erlöschen. Okay, ab mit ihm. Nein! Sir? Na klar, nur weil wir Bullen Afroamerikaner an eine Ziegengöttin verfüttern, sind wir gleich Rassisten. Schub-Niggurat gehört zu den äußeren Göttern. Und muss besänftigt werden. Ihre Ankunft wurde vom großen H.P. Lovecraft vorhergesagt. Aber wahrscheinlich war H.P. Lovecraft auch ein Rassist. Oh fuck, war er echt? Wie rassistisch? Richtig übel? Yo, da sind ja meine Homies. Holt mich raus, diese Nigger sind total cray-cray. Schluss damit! Gut, Kids, ihr wollt kämpfen? Na dann los! Kranke Scheiße, wir müssen sie retten! Okay, gib dir noch mehr! Oh, verfickte Scheiße! Au! Oh, Scheiße! Nein, die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen! Weg da, sonst war's das! Die Übermutter verlangt schwarzes Fleisch! Na und, ich hab keine Angst. Ihr Raudis habt keinen Respekt vor dem Gesetz. Hier kommt runter, Krieg! Blitz und Donner! Oh, warum prüfst du mich? Mächtige Schub-Niggurat, Übermutter mit den 1000 Jungen. Wir werden das Problem schon irgendwie lösen. Ja, ja, verschone deine Diener und geißle deine Feinde. Du bist tot. Und Arsch hat den Schlüssel, Leute. Ja, ja, Schub-Niggurat. Schwarze Ziege der Wälder, gesegnet seien wir, deine treuen Diener. Ja, wie? Wir müssen sie aufhalten. Okay, gib dir noch mehr. Oh, verfickte Scheiße. Au! Oh, Scheiße. Nein, die Übermutter kann weißes Fleisch nicht ausstehen. Vorsicht, Tentakel! Die Übermutter verlangt schwarzes Fleisch!
Na und, ich habe keine Angst. Ihr Audis habt keinen Respekt vor dem Gesetz. Fuck, jetzt gibt's schon auf. Euer Tod wird Schuppenigonat ergötzen. Ah. Ein Sturm zieht auf. Bleib cool. Super Klimasteuerung. Ja, ins Jenseits mit euch. Ja, das schaffen wir, Leute. Zielsysteme online. Des Schicksals neuer. Es ist soweit. Wollen wir später noch einen heben und vielleicht das Spiel schauen? Wollte ich gerade vorschlagen. Ich habe einen Remote gebraucht. Okay, los geht's! Thank you.
Okay. Runter, auf den Boden! Nein, ihr werdet der Ziege mit den 1000 Jungen nichts antun. Ich beschütze dich, meine Königin. Vorsicht, Tentakel! Gut, kümmern wir uns ums Wetter. Donnerlittchen! Warum prüfst du mich? Unsterblichen Viertklässlern an. Recht bewahren unschuldige Schützen. Hab dich! Au! War's für dich so geil wie für mich? Verflucht! Mein Leid wird bald enden. So ein Wetter habt ihr noch nie erlebt. Das war so wie auch Scheiß. Wenn ich nicht dein schlimmster Albtraum bin, will ich's werden. Verdammt, Mysterion, hast du geübt oder sowas? Hier kommt Tupperdose! Das wird dir helfen. Ja. Ja. Trauriges, aber logisches Ende für alle Feinde der Freedom Pals. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und Anschauen. Wir sehen uns mal wieder. Ciao, ciao.